Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asta Zimmermann. Ich bin die Tanja und mein Zimmermann-Shop heißt Asta Zimmermann. Ich habe gefärbt wunderschöne Garne, zum Beispiel diese hier. Und ich erzähle euch in dieser Folge alles über meine Eindrücke und Erfahrungen als Ausstellerin auf dem Wolle-Festival in Kassel. Vorletztes Wochenende war das. Und noch eine andere persönliche Nachricht. Es gibt ein wunderschönes Shop-Update mit vielen neuen schönen Farben, die, wenn ihr bis zum Freitag, den 19.07. bestellt, noch sofort versandt werden. Dann bin ich kurz im Urlaub und es kann weiter bestellt werden. Aber das kann ich dann erst am Montag, den 29.07. versenden. Also bis Freitag, den 19.07. geht noch alles sofort raus. Aber ich schreibe das auch nochmal auf meine Website. Also viel Spaß bei der Folge. Tschüss. Guten Tag, ihr Lieben. Hallo, hier bin ich. Hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich und auch alle, die neu hinzugekommen sind. Also mein Name ist Tanja, ich habe einen Online-Shop für handgefärbte Garne, astazimmermannshop.de. Ich bin 48 Jahre alt und lebe in Hannover. Ihr müsst euch vorstellen, es sind draußen 30 Grad. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hinten, weil ich sitze ja hier auch noch mit diesem ganzen Licht. Also, zuerst möchte ich mich bedanken bei allen, die in Kassel waren. Kassel war ja vorletztes Wochenende und das war überwältigend schön. Also, ich hätte es mir überhaupt nicht so vorstellen können. Also, an die Organisatorin Katja vielen herzlichen Dank vom Wolle-Festival in Kassel und an alle, die, mit denen ich gesprochen habe. Ja, also das war wirklich, also ich erzähle es euch alles der Reihe nach. Wie immer. Jetzt versucht sich der Hund auf meine Wolltasche zu legen. Lass das mal. Hallo. So. Ja, ihr Lieben, es geht jetzt auch schon los und zwar habe ich nach Kassel wieder gefärbt. Es ist ja eigentlich fast alles verkauft worden und erstaunlicherweise haben in Kassel viele mich nach einer Sockenwollqualität gefragt, also 75% Dingens und 25% Dingens und da habe ich jetzt gleich mal Wolle gekauft und gefärbt. Also die neue Sockenwollqualität bei Asta Zimmermann heißt, einfach nur zu meiner persönlichen Belustigung, Sursula, not only for socks. Not only for socks. Sursula ist 75% Merino und 25% Polyamid und es ist weich. Es ist ein sehr schönes Garn in diesem gedeckten Petrol. Schaut. Also für Socken, es ist auch halsweich. Also es ist nicht halsweich für die Leute, die nur 50% Seide und 10% Kaschmir und 40% super weiche Wolle vertragen. Aber es ist wirklich keine kratzige Wolle. Und das andere Gute ist auch, dass ich finde, es ist zwar vierfach verzwirnt, aber es lässt sich ohne Bedenken mit der Merino Soft kombinieren. Also ich glaube, dass man das im Strickbild, es ist beides 400 Meter auf 100 Gramm, dass man das im Strickbild kaum sieht. Also zur Not kann man auch das machen, wenn man sich jetzt keine Socken stricken möchte. Und das hier ist die wunderschöne Färbung Petrolus Elegantus. Ja. Verzeiht mir das heute, wenn ich die Wolle nicht aufmache. Also es ist hierbei sowieso nicht so spektakulär, weil es ist mir einfach zu heiß. Und ich möchte euch ja noch viel erzählen. Ebenfalls auf der Sursula Not Only for Socks Wolle habe ich diese wunderschöne Färbung gemacht. Diese Färbung heißt Sommer.
Ja, da ist ein bisschen Lila drin, da ist ein bisschen Pink drin, Grün, so ein bisschen Ocker. Schaut. Sommer und Petrolus elegantus. Finde ich ganz schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu färben. So, und die dritte Färbung auf dieser wunderschönen neuen Base. Ich kann schon jetzt nicht mehr. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Das ist all kinds of rosé. Kann ich mir sehr schön für Socken vorstellen. Also All Kinds of Rosé, das sind die drei Färbungen auf der Sursula Sockenwolle. Ja, und dann habe ich weiter gefärbt auf der schönen 100% Merino, 400 Meter auf 100 Gramm, Merino Soft, das ist die Färbung Goldmarie. Liebes. Dann Weingut in Südfrankreich. Schaut mal. Oh, es ist so schön. Das Weingut in Südfrankreich. Ich find's wirklich schön. Weingut in Südfrankreich. Dann habe ich gefärbt. Nein. Noch nicht Herbst heißt diese Färbung, auch auf der Merino Soft. Schaut mal. Nein, noch nicht Herbst. Ach, ich liebe es. So schön. Zu Weingut in Südfrankreich und der Goldmarie. Geht's nochmal? Nein, noch nicht Herbst. Dann habe ich gefärbt, oh, das ist auch noch ein schöner Ton, aber wir nehmen mal zuerst den anderen. Hallo, wo bist du denn? Hier. Noch ein Ritter, das ist ein schönes Grau mit so einem schönen, dunklen, weiß ich nicht, kann ja die Farben immer nicht nennen, weil irgendwie bin ich sprachlos, was Farben angeht. Also so ein ganz dunkles Kirschlila. Ist auch wunderschön. Hiermit. Stimmt das überhaupt? Ja. Also noch ein Ritter. Und das habe ich deswegen so genannt, weil es gibt noch einen anderen Ritter. Der heißt schön auf Englisch The Rusty Knight. Das ist eine sehr beliebte Färbung. Auch ein schönes Grau. Schaut, The Rusty Knight, natürlich perfekt hierzu. Und auch schön hiermit. Es fängt schon an, dass es mir zu heiß wird. Dann eine sehr schöne gedeckte Farbe. Dunkles Glück. Schaut, das dunkle Glück. Ich finde es so schön. Das dunkle Glück ist auch hiermit schön. Also dunkles Glück. Es ist so schön. Es wird mir zu heiß. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Dunkles Glück und dann noch eine Dänemark-Färbung, weil ich ja in wenigen Tagen in Dänemark sein werde. Mit der Goldmarie. Das finde ich nicht so prickelnd, aber mit dem Ritterdings
Wie heißt das? Rusty Night. Das ist auch so schön. Dann habe ich noch gefärbt. Das ist eine interessante Färbung. Das Wasserspiel. Das sind die Färbungen, die mir übrigens am meisten Spaß machen. Da ist so alles Mögliche zu sehen. Türkis. Was ist das da eigentlich? So ein, weiß ich nicht, grau-braun. Und ist natürlich auch schön hierzu. Und das Interessante ist, die andere Färbung, das ist jetzt die letzte, das ist Wasser bei Nacht. Das ist komplett eigentlich die gleiche Färbung wie diese hier, nur ich habe dann ein dunkleres Blau verwendet. Also das ist sozusagen das der andere heller. Also Wasserspiel und Wasser bei Nacht. Boah, Leute, es ist entsetzlich warm. Was soll ich denn da bloß machen? Ja, wir ziehen das jetzt durch. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Ich muss die Wolle wieder ordentlich in die Kiste tun. Also es sind wirklich schöne Färbungen. Es tut mir leid, dass ich die jetzt nicht voller Leidenschaft präsentiere. Es ist mir einfach zu warm. So, ihr Lieben, Kassel. Ich würde sagen, wir starten kurz in das erste Video. Ein Überblick, sich erstmal einen Überblick verschaffen. Also bis gleich. Thank you.
Also, ihr habt es ja auch schon bestimmt in anderen Videos gesehen. Es war ein rauschendes Wolle-Festival. Es hat wirklich alles übertroffen, was ich mir vorher vorgestellt habe. Ich liebe auch in Kassel diese Location, weil das so weitläufig ist. Und ich erzähle es euch jetzt einfach von vorne. Das Wollefest war ja Samstag und Sonntag, vorletztes Wochenende. Und ich bin am Mittwoch, sind die Niederländer nach Hannover gekommen. Und am Donnerstag sind wir zusammen mit denen nach Leipzig gefahren, weil dort der große Masterabschluss meiner Tochter war. Das war sehr lange nicht klar, ob ich überhaupt zum Wollefest gehen kann, falls der Abschluss nämlich am Samstag gewesen wäre zum Beispiel. Aber das hat sich dann Gott sei Dank noch sehr glücklich gefügt. Also sind wir Donnerstag nach Leipzig gefahren, hatten einen wunderschönen Konzertabend, also es war ja die Prüfung, und hatten ein tolles, sind auch ganz schön essen gegangen. Es ist natürlich sehr spät geworden, und am Freitag haben wir dann noch mit allen zusammen, wir waren so ungefähr 20 Leute, haben wir dann waren wir noch frühstücken, also am Freitag waren dann nicht mehr so viele da, natürlich haben ja nicht alle da übernachtet, und dann sind wir nach Kassel gefahren. Ja, das hat eigentlich, ich hatte ja mein ganzes Inventar in meinem kleinen Auto. Das Auto sieht man nachher auch in dem Video, ist ein sehr schönes Auto, ich liebe es total. Es ist in dem Video, glaube ich, nicht zu übersehen. Also, ich hatte ja alles in dieses Auto bekommen, weil das Tolle war, dass man sich in Kassel Tische mieten konnte. Und deswegen musste ich ja nur die Wolle mitnehmen. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass ich ja nicht so eine Dekorationstante bin. Ich hatte ja auch nichts mit. Ich hatte nur zwei Tischdecken mit. Und dann sind wir also dann gegen Mittag nach Kassel aufgebrochen von Leipzig. Das sind auch nochmal so 3 Stunden, weiß ich nicht was, bin ich erstmal geblitzt worden. Ich meine, es ist ja auch so, man guckt ja auf der Autobahn vor allem vor sich. Ich gucke ja nicht die ganze Zeit rechts und links, ja. Und dann kommen 1000 Schilder, ihr kennt ja die wilden Beschilderungen in Deutschland, habe ich halt das 130er-Schild verpasst. Prompt bin ich geblitzt worden. Das fand ich natürlich nicht so toll. Ich bin ungefähr 155 gefahren, ist halt kacke jetzt. Egal. Also, dann kamen wir in Kassel an, also die anderen sind in dem anderen Auto gefahren. Und ja, was soll ich sagen, es war total toll organisiert. Ich dachte ja, man muss diese Tische noch irgendwo herholen und findet sich nicht zurecht. Und die Tische waren da, die standen schon am Stand und wir wurden super nett empfangen. Und dann hatte ich ja diese ganzen Kisten, man konnte mit dem Auto direkt an den Stand ranfahren. Und dann haben wir halt ausgeladen und hat eine reizende Standnachbarin zu meiner Rechten das strickende Zimmer. Ich meine das Strickzimmer. Das war so witzig. Also naja, ich war ja dann, also wir waren ja zu viert. Wir luden da also alles aus und dann sind wir so ins Gespräch gekommen mit dem Strickzimmer. Und die hatte dann ganz viele Fragen, weil das war ja draußen, also es war unter diesen Arkaden, aber das war recht tief. Also das war ja dann in dem Sinne überdacht, aber nach vorne natürlich offen, weil da ja nur diese Säulen waren. Und dann kamen wir so ins Gespräch und sie hatte dann ganz viele Fragen an mich, wie man das jetzt am besten macht und ob man das dann, ob man das jetzt überhaupt aufbaut, weil das ja sonst nachts im Freien ist und ich hatte für mich schon beschlossen, die Schafe stehen ja auch im Freien. Diese Wolle bleibt draußen. Weil sonst hätte man ja natürlich den gesamten Aufbau am Samstag machen müssen, kurz bevor die Menschen kommen. Und dann fragte mich das Strickzimmer irgendwann, ja, aber ist es dein erstes Wollefest? Und ich so, ja. Und wobei das nicht ganz stimmt. Ich war ja schon mal vor Corona, direkt vor Corona, auf einem ganz kleinen Wollefest. Aber ich meine, im Großen und Ganzen war das mein erstes richtiges Wollefest. Ich so, ja. Und er hat sie so gesagt, ja gut, dann frage ich lieber wen anders weiter. Das ist auch so typisch für mich.
Einfach, ja, wir haben das dann alles aufgebaut und wir haben dann einfach diese Tische an die Wand geschoben. Ich meine, es gibt ja auch eine Wetter-App. Und das Gelände ist ja auch bewacht. Und da war das echt, weiß nicht, in einer Viertelstunde fertig. Und das Geniale einfach war von A bis Z für mich an diesem Wolle-Festival. Es war ein, es war so, wie ich die Sachen gerne mache. Also nämlich effizient, möglichst schnell, mit wenig Mitteln. Und zwar hatte, es war ja am Donnerstag eben der Masterabschluss und da hatte meine Tochter natürlich ganz viele Blumen geschenkt bekommen. Und diese Blumen wären ja über diese ganzen Tage in Leipzig einfach vergammelt, ja. Und diese Blumen, das finde ich übrigens süß, in Musikerkreisen heißen die Triumphgemüse, was ich sehr niedlich finde. Also dieses Triumphgemüse hatten wir dann die Idee, das nehmen wir einfach mit nach Gassel und damit dekorieren wir dann den Stand. Und das fand ich auch schon mal eine super Idee. Ja, das ist doch Nachhaltigkeit per excellence. Richtig? Ja, also dann habe ich aber doch gedacht, also so weit habe ich dann schon mitgedacht, das kann man jetzt nicht in Vasen stellen, weil dann kippen die Leute das um und dann ist die ganze Wolle nass. Und dann deswegen haben wir das nur so, haben wir Küchenrolle feucht gemacht, die Blumen da mit umwickelt und in halt Gläser gestellt. Und wir hatten ja, oh Gott, das habe ich ganz vergessen zu sagen, es gab ja auch noch eine super tolle Mädelsreisegruppe, also wirklich, wie heißt denn das jetzt? Fällt mir das Adjektiv nicht mehr ein. Also wirklich top organisiert von Evelyn, des Puppenhäcksle, die wilden Wollhühner. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe so einen Anstecker bekommen. Könnt ihr das sehen? Die wilden Wollhühner. Stellt es da scharf? Oh Gott, ich kann es nicht erkennen. Die wilden Wollhühner. Und da waren wir ja letztes Jahr, als das Kasseler Wollefest das erste Mal stattfand, waren wir ja, war ich dort mit den wilden Wollhühnern. Und dieses Jahr waren die natürlich auch alle dort, haben direkt in diesem H4-Hotel oder wie das heißt, direkt, also quasi auf dem Gelände des Wollfestivals übernachtet. Das hätte ich auch gerne gemacht, aber als dann klar war, dass alle Kinder mitkommen, ist das einfach, wäre das zu teuer geworden, da zwei Hotelzimmer zu nehmen. Und deswegen sind wir ausgewichen auf ein Airbnb, also auf eine Ferienwohnung, wirklich so 3 Minuten mit dem Auto von dem Wolle-Festival entfernt. Das hat, genau, das hat halt weniger als die Hälfte gekostet. Und was halt besonders schade war, weil ich dadurch natürlich fast überhaupt nicht mit der wilden Wollhühnergruppe zusammen sein konnte. Wäre ich im Hotel gewesen, hätte man gemeinsam essen und frühstücken und hätte da sich noch begegnen können. Also das habe ich, das fand ich sehr schade und ich bin sehr dankbar, dass man mich trotzdem nicht aus dieser Gruppe entfernt hat. Und ich habe so viele Geschenke von denen bekommen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also eine so tolle Gruppe. Da war auch Diana bei von Voluminal und das Strickresi und natürlich Susanne, das Aargauer Strickliesel und noch ganz viele andere. Also eine ganz tolle Truppe. Ja, das fand ich halt sehr schade. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, dazu komme ich später. Ja, also wir haben diesen Aufbau irre gut hingelegt. Und dann war ja am Abend, das war auch halt so, ich musste mich dann ja auch ein bisschen auf diese Kinder einstellen, also auf meine Kinder. Dann war am Abend ja das Viertelfinale Deutschland, Deutschland gegen was? Ich habe es ja gesehen, aber ich meine, also auf jeden Fall Deutschland. Deutschland gegen England? Ach, es ist ja auch Schnee von gestern. Also auf jeden Fall war ja das Viertelfinale und es war der Wunsch der Kinder, dass man das guckt. Und es war eigentlich auch sehr witzig, weil die wollten das auf einer größeren Leinwand sehen, verständlich, sonst sehe ich ja auch gar nichts. Und wir sind dann in einem Kasseler Tennisclub gelandet. Ihr kennt ja diese Tennisvereine. Und das war irgendwie total toll. Das war so ein bisschen gehoben.
Das Essen war unglaublich lecker und es war fast so ein bisschen so, als würde man das in so einem Wohnzimmer gucken. Also es war schon sehr groß, aber ja, also das war eine sehr schöne Atmo, auch wenn dieses Spiel nicht so ausgegangen ist, wie wir uns es vielleicht gewünscht hätten. Ja, also das war dann noch am Abend, die Ferienwohnung war super und überhaupt waren meine Kinder der Renner. Also ich weiß auch nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber ich habe mir schon so ein bisschen vorgestellt, dass die dann nach 2 Stunden sagen, ach, können wir mal ein bisschen gehen? Ich meine, wäre ja auch normal gewesen. Oder dass ich dann sage, jetzt mal die Handys weg. Aber die haben diese Sache an sich genommen, als wäre das deren Wolle-Shop. Und das hat mich so glücklich gemacht irgendwie, weil, also ich meine, die meiste Zeit mache ich das ja irgendwie alleine. Und es ist ja auch nicht immer so ganz unpeinlich. Also was heißt, ich meine, es ist natürlich nicht peinlich, wenn man Wolle färbt, aber also zum Beispiel, wenn jetzt halt dann so ein Professor fragt, ja, und was machen deine Eltern, was macht deine Mutter? Und dann muss das Kind sagen, ja, meine Mutter, die macht handgefärbte Garne. Und dann sagt natürlich der Professor, aha, ja, was ist denn das? Und dann kannst du mir da nicht mal die Website zeigen? Und dann geht er da auf die Website und dann steht da, weiß ich nicht, der Pupsritter und aha, und ich meine, dann denken natürlich die Leute, wenn sie handgefärbte Garne hören, die denken ja an Wollknäule. Die haben ja gar keine Vorstellung. Und so wirkt das natürlich alles als Beruf, in Anführungsstrichen, oder ja, wirkt ja etwas kurios. Also ich meine, vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm, wie wenn man sagen müsste, meine Mutter betreibt ein Bordell. Sehr erfolgreich. Also jedenfalls... ja, weiß ich auch nicht, was ich von den Kindern erwartet habe, aber so toll habe ich mir das nicht vorgestellt. Es war dann nämlich eigentlich auch genau umgekehrt. Wenn ich ein Käsebrötchen am Stand gegessen habe, wurde mir gesagt, du kannst doch jetzt nicht mit diesem Käsebrötchen anschließend die Wolle anfassen. Ich meine, ich esse ja auch nicht ein Käsebrötchen und habe die ganze Zeit die Hände auf der Butter und den Käse. Oder, ne, denn ich habe auch so leckere Süßigkeiten bekommen. Dann wurde mir gesagt, du kannst nicht, wenn du mit einer Kundin sprichst, dabei dir diese Gummibärchen einfahren. Habe ich auch alles gemacht. Ich habe sowieso ein paar Sachen gemacht, die nicht so ganz toll waren. Da muss ich mich auch gleich nochmal entschuldigen. Es gab besonders eine Situation, die mir sehr, sehr leid tut. Ihr wisst ja, ich und die Zahlen stehen auf Kriegsfuß. Und dann möchte ich aber, wenn es um Geld geht, nicht so wirken, dass die Leute Angst haben, dass das alles so drunter und drüber geht mit dem Geld. Das ist ja auch das Geld der Menschen. Erstmal. Also der anderen und nicht meins. Und dann hatte ich natürlich auch Wechselgeld mit und dann war eine sehr liebe, tolle Kundin da, die was gekauft hat. Das war, glaube ich, noch ganz am Anfang, am Samstag. Und dann geht ja das mit dem Wechselgeld los. Und dann ist das wie so ein Tunnel, in dem ich mich befinde. Ich versuche dann, mich so zu konzentrieren, damit ich das hinkriege, das passende Geld rauszugeben. Und da stand Marie neben mir, weil sie wahrscheinlich dachte, sie müsste mir assistieren bei dieser schwierigen Aufgabe. Und Marie sagte was. Und dann sagte plötzlich die Kundin, und das ist ja für mich der Super-GAU, weiß ich jetzt nicht. Ich kann Ihnen auch 44,50 Euro geben. Und ich hatte ja schon alles gerechnet. Und dann bricht ja alles zusammen in meinem Kopf. Und dann habe ich einfach gesagt, jetzt bitte einfach nichts mehr sagen. Kinder, ja, du kannst doch nicht so aggressiv zu den Kunden sein. Und ich glaube, das war mir so unangenehm hinterher. Ich habe das ja überhaupt nicht, es war für mich einfach nur so eine, also ich habe nur, bei mir ist alles im Gehirn implodiert. Das klingt jetzt so seltsam, aber so ist es halt. Und dann wollte ich einfach nur, weil ich das ja schon alles ausgerechnet hatte, ich wäre ja gar nicht mehr klargekommen mit dem anderen Betrag, ja. Also es tut mir, also ich weiß nicht, ich glaube, diejenige guckt auch gar nicht mehr zu. Ich glaube, sie hat auch etwas irritiert geschaut, meinte Marie. Also es tut mir wirklich von Herzen leid. Es war doof von mir. Ja, also das war das. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gucken uns jetzt einfach den grandiosen Aufbau meines Standes an. Und die heimliche Hauptrolle spielt mein rotes Auto. Nein, es ist so süß. Okay, also bis gleich.
So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Also, ja, wie geht es jetzt weiter? Ich will ja auch nicht alles vergessen. Also, es war wirklich das Schönste war, dass so viele gekommen sind, um mich anzusprechen und an den Stand gekommen sind. Und ich hatte tatsächlich, obwohl ich die ganze Zeit, also obwohl das alles so auf mich eingestürmt ist, aber es gab auch so viele schöne Gespräche, also eben mit so viel Zuwendung und Zuneigung hätte ich echt niemals gerechnet. Also das war so richtig überwältigend schön. Und da möchte ich mich wirklich nochmal ausdrücklich von Herzen bedanken. Und wenn ich jetzt nicht ganz so begeistert rüberkomme, es liegt an dieser Hitze. Aber ich habe schon in der Wetter-App gesehen, Dänemark, 18 Grad und Regen. Wundervoll. So, ihr Lieben, wie geht es jetzt weiter? Ich zeige euch kurz meine Geschenke. Interessanterweise dachte ich, dass dieses tolle Schild weg ist. Also nicht weg. Bei mir ist eigentlich nie was weg, weil es befindet sich alles in meiner Wohnung. So ähnlich wie meine verschwundenen Autopapiere, die ich jetzt tatsächlich neu beantragen muss. Es ist nicht außerhalb der Wohnung. Aber das habe ich heute sofort gefunden. Und dazu gab es auch noch eine ganz tolle, robuste Tasche, also so eine Art Jutebeutel, aber in sehr fein mit diesem tollen wilden Wollhühner-Logo. Das auch nicht weg, aber das habe ich heute nicht mehr gefunden. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich liebe dieses Schild. So, dann gab es eine wunderschöne, einen wunderschönen Strickbeutel von der tollen Susanne aus der Schweiz, dem Aargauer Strickliesel, mit Wollhühnern. Ist das nicht? Also, es gab es einfach geschenkt. Und ich bin ja noch nicht mal präsent gewesen, ich dummes Huhn. Dann kam eine ganz liebe Kundin vorbei und hat mir eine Tüte mit dieser schönen Karte geschenkt, mit einem ganz reizenden Text hinten drauf. Also wirklich, man weint, wenn man das bekommt. Und einer ganz tollen Kerze. Ich mache sie jetzt mal auf. Für besondere Momente. Hallo? Ich möchte die Verpackung nicht zerstören. So. Es ist reizend. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Schaut euch das an. Eine Duftkerze mit Kristallen und Rosen. Oh. Rose Meadow Fragrance mit Rosenquarz. Oh Mann, das ist so schön. Das habe ich einfach geschenkt bekommen. Für nichts. Also das kann man, also es ist einfach unglaublich. Also ganz, 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 ganz lieben Dank nochmal. Dann habe ich Süßigkeiten geschenkt bekommen. Von Susanne. Schokolade aus der Schweiz. Dann habe ich, oh Gott, die habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Von Sabido. Wie heißt sie jetzt nicht? Sabina. Ich muss einmal nachgucken, es ist nicht zu fassen. Sabina. Nicht, dass ich sage ja immer alle Namen falsch. Es ist. Die Kinder haben immer viele Jahre gedacht, ich mache das mit Absicht. Aber leider. Ach Gott, ich habe es extra mir nochmal aufgeschrieben. Sabina. Wartet ganz kurz. Es ist zu dumm. Ja, Sabina ist richtig. Von Sabidu. Sabina ist richtig. Nicht, ich habe dann Angst, dass es Sabrina ist. Also eine so hübsche und so sympathische Person. Es ist wirklich überwältigend gewesen. Und von der Sabina, Sabidum, habe ich dieses entzückende Lavendelsäckchen bekommen. Die hat 95 Lavendelsäckchen genäht. Guckt euch das mal an. Dieser schöne Stoff. Ach, das ist so ein himmlisch duftender Lavendel. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich noch Maschenmarkierer bekommen. Die sind in meiner anderen Tasche.
Also es war wirklich, es war einfach fantastisch. So, und bevor ich dazu komme, was ich dort gekauft habe, ich muss einmal auf meinen Zettel gucken. Ja, ich habe alles im Griff. Ich habe es alles im Griff. habe ich auch noch einen ultra netten Standnachbarn gehabt, dessen Vornamen ich schon wieder vergessen habe. Ich weiß nicht, ob Jens oder so, ist auch egal. Also der war scharfsinnig, witzig, angenehm, sympathisch, einmalig. Und zwar von Stricky Mickey. Und Stricky Mickey hatte einen Stand mit ganz tollen Tassen, ganz tollen Postkarten, die man ja super mal an Freunde verstecken kann. Zum Beispiel das hier. Ich spinne, weil Stricken nicht schräg genug ist. Ich spinne. Er hatte Tassen. Ich denke, also spinne ich. Oder auch, ich drehe am Rad. Er hatte Tassen. Er hatte Schlüsselarmbänder, da habe ich auch ein ganz tolles Schlüsselarmband, Schlüsselanhänger. Ich spinne von Stricky Mickey. Also wir hatten wirklich, wie es so schön heißt, viele schöne Gespräche und es sehr lustig miteinander. Ein wirklich toller Typ. Es war auch sehr witzig, weil ich hatte dann gesagt, am Sonntag war ja nicht mehr so viel los in Kassel, dass die Niederländer schon früh losfahren, also mittags schon losfahren sollen, weil die ja noch so eine lange Fahrt hatten. Sodass ich dann mit der einen, dann war nur noch meine eine Tochter da. Und es ist ja immer das Gleiche, wenn die fahren, wenn die Kinder fahren, muss ich heulen. Ich kann es nicht wirklich ändern. Und im Grunde genommen will ich es auch nicht ändern, weil ich ja immer der Meinung bin, die Emotionen müssen auch raus. Es ist ja kein glücklicher Ort, da am Wolle-Festival anzufangen zu heulen. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und dann hatte ich natürlich kein Taschentuch. Und dann fängt ja irgendwann auch die Nase an zu laufen. Und das ist ja noch ekliger als das Käsebrötchen mit der Wolle. Dann habe ich eben Stricky Mickey gefragt, weil der hatte auch alles dabei. Der hatte Schnur dabei, der hatte Tesafilm dabei, der hatte Stifte dabei. Also ich hatte ja nichts dabei. Habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht auch ein Taschentuch hätte. Und dann kam er mit so einer Kleenex-Packung. Und da habe ich mir so zwei genommen. Und ich meine, es ist jetzt im Nachhinein, wenn man es wiedergibt, nicht so der Brüller, aber ihr müsst euch vorstellen, ich war ja wirklich am Heulen. Ist ja nicht so, dass ich heule und dabei lache. Ja? Ich war ja wirklich am Heulen und er guckte uns so an, da war ja, das waren die Niederländer noch da und da meinte er, ja, wann fährt denn deine andere Tochter? Und das war so witzig in dem Moment, weil er so weit gedacht hat, dass wenn die in 3 Stunden fährt, dann geht das Geheule wieder von vorne los. Ja? Aber die ist ja nicht gefahren, die ist ja mit mir zurück nach Hannover gefahren. Und also guck doch mal, er hat auch einen Online-Shop bei Stricky Mickey, also da findet man wirklich tolle Sachen. Und deswegen kommt jetzt auch ein kleines Video von seinem Stand. Ja, also viel Spaß bei Stricky Mickey. Bis gleich. Thank you.
und das war Strickimicki. Dann habe ich noch eine Sache vergessen zu erzählen, die eigentlich auch ein bisschen lustig ist. Ich hatte ja nur meine Wolle mit, die Tische hatte ich ja gemietet und zwei Tischdecken. Das mit den Blumen, das war ja ganz spontan. Konnte man jetzt ja auch nicht wissen, dass es so viele Blumen gibt zum Abschluss. Und als wir dann am Freitag den Aufbau mal hatten, ist dann der Kasper auch mal so rumgegangen und er hat dann gleich festgestellt, es gibt ja da die tollsten Stände, also wunderschöne Stände. Also Hut ab, muss ich wirklich sagen. Nicht so dilettantisch wie mein Stand. Und er sagte, der Stand braucht mehr Höhe. Und dann waren wir ja Freitag, haben wir diese Ferienwohnung bezogen, wo der Vermieter, es war ein Haus, ein Einfamilienhaus, wohnte halt da drüber. Und dann dachte ich abends so nach dem Spiel, Deutschland gegen dachte ich dann so, ja, ich meine, wir haben diese Wohnung ja gemietet, wir dürfen die Sachen, die da drinnen sind, ja auch benutzen. Und dann ist der Kasper am Samstag, bevor das Wollefest losging, mit dem Auto so nah wie möglich an den Hauseingang gefahren. Und wir haben zwei Nachttische mitgenommen, ein Weinregal und ein Korb. Und da konnte man dann in diese Nachttische, die so Schubfächer hatten, auch Wolle reinstecken. Also sowas liebe ich ja. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Und schon hatte der Stand auch ein bisschen Höhe. Das ging dann natürlich am Sonntag nicht mehr, weil wir am Sonntag ja um 10 die Ferienwohnung verlassen mussten. Mir alles wieder zurückgestellt. Ist auch alles heile geblieben. Aber das fand ich eine ganz tolle Idee. So, und jetzt zeige ich euch noch schnellstens, was ich gemacht habe und was ich gekauft habe auf dem Wollefest. Ich habe keine Wolle diesmal gekauft, weil ich selber so viel Wolle habe, dass das Quatsch wäre. Also ihr wisst ja auch, in was für einem Affenzahn ich Projekte fertigstelle. Und zwar habe ich bei Echt Michelle, ein ganz toller Stand mit tollen handgefärbten Garnen, hier 300 Gramm Rosenhecke. Oh, guckt euch das an. 300 Gramm Rosenhecke, wie wunderschön das ist. Handgefärbte Rosenhecke. Ich hätte ja echt auch Bock, wieder Spinnfasern zu färben. Aber das ist so irrsinnig zeitaufwendig. Und das ist 66% Merino und 33% Tencel. 300 Gramm Rosenhecke. Dann habe ich noch bei ihr gekauft diesen wunderschönen handgefärbten Strang. Das sind 200 Gramm, das ist die Schaumkrone, Corriedale und Seide. Ist das nicht schön? Und das will ich, das hier, will ich nämlich mischen. Mission Impossible. Ach ja, hier. Und zwar, nee, das will ich gar nicht damit mischen. Ach ja, hier. Da ist jetzt leider nur noch ein Rest von da. Fehlt auch irgendwie der Zettel, weiß ich dann nicht mehr genau, wie es heißt, mit dem hier. Und zwar ist das ein Drittel Kamel, ein Drittel, soll ich es vergessen, Tussa-Seide. Tja, und ein Drittel noch irgendwas. Gestern wusste ich es noch. Also, auf jeden Fall eine sehr abgefahrene. Mann, wo ist das denn jetzt? Irgendwo dieser Zettel. Ach, das ist wirklich zum Ausrasten. Ja, also nichts ist perfekt. Okay, also jedenfalls ist das mein Plan, etwas, also dies beides, also getrennt zu verspinnen und diese beiden Farben dann zusammen zu verstricken. Und ich finde das sehr, sehr schön. Und hier kann man ja schon fast, also wenn das 300 Gramm sind und man das ganz dünn verspinnt, könnte man da ja schon fast dieses Elderflower Lace-Tuch machen. Das ist überhaupt die Idee, wenn ich das mal irgendwann alles schaffe. Dass das jetzt weg ist, ach, egal jetzt. Dann war ich noch einkaufen bei Das Mondschaf, BFL,
Seidelein, 75% BFL, 12,5% Seide und 12,5% Leinen, 100 Gramm. Ich habe halt versucht, Farben zu nehmen, die man gut in einem Tuch verwenden kann. Dazu dieses hier. Das ist auch nochmal Wolle, Seide, Leinen, BFL. Schaut, das passt doch. Und dazu noch diesen hier. Das ist auch BFL Seide Leinen. So. So. Und so. Und das Mondschaf. Also das sind meine Einkäufe vom Wollefest. So, und versponnen, also das, da bin ich ja gerade dabei. Heiliger Strohsack. Versponnen sieht es dann so aus. Also ich finde es traumhaft, wirklich traumhaft. Ja, und das bringt mich jetzt gleich zum nächsten Thema. Noch schnell. Heiliger Strohsack. Ich soll das ja auch wieder reinschicken. Wartet mal kurz. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema. Ich habe mir ein Spinnrad gegönnt. Und zwar das nagelneue Lojan von Lojan Wheels and Looms. Und ich hatte das ja schon im letzten Video angekündigt. Das ist, ich zeige es euch auch jetzt mal, während ich erzähle. Und zwar ist das, es gibt ja das große Unternehmen aus den Niederlanden, Luet. Und der Gründer von Luet, nämlich Jan Luet, hat sich jetzt nochmal mit seiner Tochter, mit einer neuen Spinnrad- und Webstuhl- und ich weiß nicht noch was alles Firma, selbstständig gemacht. Der ist ja schon 79. Und da gibt es jetzt seit 2 Monaten dieses Spinnrad zu kaufen. Es ist der Buddy, Buddy von Lojan. Und den gibt es halt als Eintritt Spinnrad und als Doppeltritt. Ich habe Doppeltritt gewählt, weil ich das lieber mag. Und der ist, das ist flügelgebremst. Sieht man, dass er sehen kann. Naja, also ich meine, oh Gott, nee, schön ist es hier, ne? Es ist flügelgebremst und aber durch diese besonders aerodynamische Form, habe ich gelesen, des Flyers, kann man auch sehr feine Garne spinnen. Also es ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Rad. Also ich bin schwer begeistert. Da hinten sind die ganzen verschiedenen Übersetzungen, da gibt es auch recht viele, seht ihr das? Also es hat hier super, gleich fällt es auseinander. Es hat hier super leicht zu gleitende Sliding-Dinger da, ne? Also zum gleichmäßigen hier, zum gleichmäßigen Befüllen der Spule. Es ist ein traumhaftes Teil und es ist relativ günstig. Also man bekommt es unlackiert. Ich habe es mit Bienenwachs gewachst und meine Tochter hat es bemalt. Da gibt es gleich noch ein Video. Wunderschön, wunderschön. Ich habe es mit Bienenwachs gewachst. Es ist wirklich leicht, also es wiegt 5 Kilo. Man kann es gut von einem Zimmer ins andere schleppen. Es ist mir allerdings ein ganz folgenschwerer Fehler passiert. Aber inzwischen habe ich ihn eigentlich schon fast verkraftet. Und zwar, als ich dann hörte, es gibt ein neues Spinnrad aus den Niederlanden, dachte ich, Mensch, die Niederlande, die liegen mir so am Herzen. Das muss ich haben. Es gibt dazu auch eine Lazy Kate. Das ist alles mit dabei. Also es gibt 4 Spulen, sind im Paket enthalten.
Es ist alles dabei für 415 Euro. So, und ich habe dann natürlich, als ich mir es angeguckt habe, nicht gerafft, dass es zwei verschiedene Spinnräder gibt. Ich dachte, die bieten halt den Buddy an, Verzeihung, und der ist zum Zusammenklappen als Reisespinnrad. Ich habe es einfach nicht gerafft. Und dann habe ich es bestellt und ich wollte den Buddy Travel haben, den man zusammenklappen kann. Mich den auch mitnehmen kann in die Niederlande. Ich meine, so ein Spinnrad will man ja auch mitnehmen, überall hin. Ständig. So, da habe ich das, also ich dachte, ich bestelle den Travel Buddy, weil ich nicht gerafft habe, dass es auch noch einen Buddy gibt. Und ich dachte halt, es gibt das zusammenklappbare Spinnrad einmal mit Rucksack und einmal ohne Rucksack, sodass man sich aussuchen kann, ob man diesen Rucksack haben möchte. Und ich habe noch so verschiedene Rucksäcke und dann dachte ich, spare ich mir das Geld, weil es kostet irgendwie 120 Euro mehr oder so für den Rucksack. Dann kam das an, dann hat es Marie bemalt. Es kommt nicht zusammengebaut an, aber wenn man ein bisschen fähig ist, kann man es zusammenbauen. Ihr könnt jetzt mal raten, ob ich es zusammengebaut habe. Nein. Ich habe aber es versucht, aber ich habe es nicht hinbekommen. Aber es ist eigentlich nicht schwer. Also es ist wirklich hier so eine 1A-Anleitung dabei. Also es war nicht zusammengebaut. Marie hat es bemalt. Dann habe ich es gewachst. Dann ist es zusammengebaut worden. Und als es fertig war nach einer Stunde, habe ich zu meinem Mann gesagt, also wo klappt man es denn jetzt zusammen? Ne? Wo klappt man es denn jetzt hier zusammen? Hier. So. Das ist so dämlich. Und der immer so, ja, was meinst du damit zusammenklappen, ne? Da ist nichts zusammenzuklappen. Und erst dann habe ich verstanden, dass ich das falsche Spinnrad gekauft habe. Jetzt kann man das ja nicht wieder auseinanderbauen und sagen, tschüss, hier. Und ich kann es auch nicht verkaufen, weil ich nichts verkaufen kann, was meine Kinder gemacht haben. Ich kann auch nicht mal Fotos vom Handy löschen, selbst wenn die noch so blöde sind, wo die Kinder drauf sind. Ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht verkaufen. Jetzt habe ich halt noch ein Spinnrad. Ich wollte ja so ein Klappspinnrad noch haben. Im Grunde genommen habe ich auch ein Klappspinnrad. Das sage ich jetzt mal nur ganz unter uns. Das haben die anderen alle nicht gerafft in meiner Familie. Aber das ist halt so ein ganz teures. So, der Akku war alle. Im Grunde genommen habe ich ein Klappspinnrad, aber das ist mein allerbestes Spinnrad. Also das ist wirklich, das kostet auch dreimal so viel wie dieses Lojan-Spinnrad. Und das ist jetzt auch egal. Also ich meine, es ist halt wie es ist. Man muss sich die Wünsche auch mal erfüllen, damit man sich von ihnen befreit. Könnte man so sagen. Man könnte auch sagen, Verzicht stärkt das Ich. Aber ich habe mich jetzt für Ersteres entschieden. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Also ich habe einen riesen Fehler gemacht. Es war total doof. Ich habe mich irrsinnig geärgert, weil das war so blöde. Weil eigentlich war das so ein Moment der Freude, als das zusammengebaut war. Aber der fiel ja zusammen mit der Erkenntnis, dass man es nicht zusammenklappen kann. Aber es ist wirklich, ich kann es sehr, sehr empfehlen. Es ist handlich, es spinnt toll. Ich zeige euch auch kurz, was ich noch gesponnen habe, allerdings auf meinem anderen. Daraus wollte ich den, jetzt muss ich da auch nochmal nachgucken. Es gibt ein neues Tuch von Steven West. Wo ist jetzt das Handy, wenn man es braucht? Ach, hier hinten. So. Es gibt ein Tuch von Steven West, das heißt Light Bright Shawl. Und zwar ist das so. Der Light Bright Shawl von Steven West. Und da habe ich gedacht, da habe ich ja diese schöne, wunderschöne, selbstgesponnene John Arben Wolle. In diesem tollen, ist jetzt etwas verfusselt, weil da andere Spinnfasern dran lagen. In diesem tollen, das ist so ein ganz tolles Schwarz, wo ganz viele andere Farben mit drin sind. Und da habe ich auch ziemlich viel. Und also das ist nämlich das hier. Und da habe ich auch noch was von. Schaut mal, wie schön das ist. Und das wollte ich nämlich erst. Oh,
noch was. Das wollte ich nämlich erst mit einer Mischung aus zwei verschiedenen Farben, aus dem hier, wollte ich, und dem hier, auch John Arben. Das habe ich so einfach immer kreuz und quer zusammen versponnen und zweifach verzwirnt ist das alles. Und das wollte ich sozusagen als Kontrastfarbe nehmen. Das ist das hier. Das ist jetzt hier noch nicht, das ist jetzt hier noch nicht fertig, weil ich da noch ein bisschen was spinnen wollte. Aber da habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil ich nicht weiß, ja, vielleicht ist es doch schön, ne? Ob der Kontrast zu wenig ist. Dann habe ich mir noch was bestellt. Und zwar das hier von Schoppel, die Zauberbälle. Ich dachte, dass das vielleicht auch besser ist. Ja, also dazu hätte ich Lust, wenn ich dazu Zeit habe. Dann kommt jetzt noch ein schöner kleiner Film. Also ich finde das so schön anzusehen. Von der Bemalung des Lojan Travel Buddies. Viel Spaß! Thank you.
So, ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Jetzt gibt es noch den Ausblick. Ich fahre ja nach Rømø, nach Dänemark. Ich freue mich so. Genau. Und also, ja, das ist das. Wenn ich wiederkomme, dann färbe ich und dann fahre ich nochmal in die Niederlande. Oh, ich freue mich. Möge der Sommer. Also euch wünsche ich natürlich den besten Sommer, den ihr gerne hättet. Ja, also tropische Temperaturen, Bikini-Zeit. Mir wünsche ich schlechtes Wetter. Ich sehe schon unwetterartigen Regen ergüssen auf Rømø, immer nur in diesem kleinen Apartment mit den ganzen Leuten. Ja, also ich freue mich auf die Zukunft und macht es ganz gut und habt nochmal ganz herzlichen Dank. Und dieser Podcast geht jetzt zu Ende mit weiteren letzten Eindrücken vom Wolle-Festival in Kassel, das mir so große Freude gemacht hat. Und das alles dank euch. Also ihr Lieben, macht es ganz gut und passt gut auf euch auf. Auf Wiedersehen.